CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ebenfalls guten Morgen. Und das Faszinierende ist zu sehen, dass wir selbst zu dieser morgendlichen oder nächtlichen Stunde noch viele Zuschauer haben. Also der Einwand, dass wir hier nicht unter Publikum diskutieren, wie wir ihn gerade eben von den Linken gehört haben, auch von den Grünen gehört haben, der ist nun überhaupt nicht wahr. Wir diskutieren hier freudig weiter. Ich habe Zeit bis morgen früh. Ich bin Kölner, ich kann das nur bestätigen. Wir können weitermachen. Vielleicht ist die Präsidentin dann auch irgendwann zu Hause. Aber gerne auch zur Sache. Liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, Corporate Social Responsibility, worum geht es? Kollege Hacquerdi hat es eben schon gesagt, der Wert eines Unternehmens wird nicht nur durch das ausgemacht, was im Regal steht, durch die Waren im Regal, sondern auch durch das ausgemacht, was sozusagen drumherum ist oder auf das man drumherum einwirkt, nämlich die Belastungen auf die Umwelt. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir diese Werte einerseits und Belastungen andererseits in die Bewertung des Unternehmens, wie das in der Bilanz gemacht wird, einbeziehen. Kollege Hacquerdi hat das eben erläutert. Das ist der Konzeptansatz der europäischen Richtlinie, die das auf europäischer Ebene jetzt versucht zu vereinheitlichen und die wir hier heute umsetzen wollen. Das Umsetzungsgesetz sieht dabei eine Erweiterung der allgemeinen Berichtspflicht im Lagebericht durch die Einführung einer sogenannten nicht finanziellen Berichterstattung für kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern vor. Die Unternehmen können dabei grundsätzlich wählen, ob sie diese Berichtspflichten innerhalb des Lageberichts oder gesondert auf der Homepage erfüllen. Wenn Sie diese Berichterstattung vornehmen, muss sie, das haben wir ein kleines bisschen noch klargestellt, in Anlehnung an andere Regelungen, spätestens innerhalb von 4 Monaten nach dem Abschlussstichtag erfolgen. Wir haben aber andererseits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch klargestellt, dass es nicht notwendig ist, diesen Bericht zu erstellen, wenn ein irgendwo liegendes Mutterunternehmen einen vergleichbaren Bericht erstellt hat. Es kommt also nicht nur darauf an, es ist nicht erforderlich, dass es ein EWR-Mutterunternehmen ist. Inhaltlich muss berichtet werden über Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption. Und im Gesetzestext finden sich dafür jeweils Beispiele. Dabei ist insbesondere über die wesentlichen Risiken, die mit den Geschäftsbeziehungen der Gesellschaft verbunden sind, ihren Produkten und Dienstleistungen und die sehr wahrscheinlich schwerwiegend zu berichten und die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen haben oder haben werden. Wir haben dabei sichergestellt, dass nur über das berichtet werden muss, was als Angabe von Bedeutung ist und dass die Berichterstattung über diese Risiken verhältnismäßig ist. Und bei allem Verständnis, das haben die Grünen in ihrem Antrag zusätzlich gefordert und die Linken auch wieder gesagt, an weiteren zusätzlichen Informationen. Ich habe auch immer ein unbegrenztes Informationsinteresse, aber wir müssen die Frage stellen, ob der Aufwand für die Beschaffung und für die Kontrolle dieser Informationen verhältnismäßig und angemessen ist. Deshalb ist es richtig, dass wir bei der Umsetzung dieser Richtlinie etwa nicht einen externen Prüfer einstellen, sondern es dabei belassen, dass der Aufsichtsrat den entsprechenden Bericht auf die Richtigkeit, auf die Stimmigkeit überprüft. Natürlich kann der Aufsichtsrat einen solchen Prüfer beauftragen. Und andererseits gilt, wenn er selbst die Prüfung vornimmt, dann muss er natürlich mehr tun, als nur festzustellen, dass der Bericht vorgelegt worden ist. Er muss ihn zumindest auch selbst auf Plausibilität überprüfen. Was die inhaltliche Seite angeht, da gucke ich den Kollegen Kelber an. Wir haben natürlich darüber gestritten, der ist noch wach, ich sehe es, ob wir die Angaben zu Datenschutz, ich hoffe, ich habe ihn nicht geweckt jetzt, aber trotzdem, ob wir die Angaben zu Datenschutz und Verbraucherschutz noch aufnehmen sollten. Ich bin nach wie vor der Meinung, und Sie haben sich ja unserer Meinung angeschlossen, dass das an dieser Stelle, nein, angeschlossen nicht, gut, wir merken, der Dialog funktioniert, dass das an dieser Stelle systemfremd wäre, das einzubauen. Ich bin nicht dagegen, Verbraucherschutz durchzuführen, aber er gehört nicht in das Bilanzrecht hinein. Und wenn es um die Frage geht, ob ein Regelwerk heranzuziehen ist, haben wir auch noch einen weiteren Punkt klargestellt. Man muss offenlegen, welches Regelwerk man herangezogen hat, ob und welches man herangezogen hat oder ob man keines herangezogen hat. Nur was wir nicht sicherstellen müssen oder was wir nicht vorgesehen haben, ist, dass ein bestimmtes Regelwerk herangezogen werden muss, denn das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen bedenklich.
Ein letzter Punkt. Wir setzen das Gesetz rückwirkend in Kraft, schon zu Beginn dieses Geschäftsjahres, weil wir es nicht geschafft haben, es rechtzeitig vor der Jahreswende auch schon zu verabschieden. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir gesagt haben als Unionsfraktion, Herr Käber, ich stelle das gerne klar, dass wir als Unionsfraktion gesagt haben, Gesetze, die die Wirtschaft belasten, wollen wir nicht vorziehen. Wenn andere Gesetze, die Begünstigungen für die Wirtschaft vorsehen, verzögert werden, das war das Insolvenzanfechtungsrecht. Wir kriegen das rückwirkend umgesetzt. Das ist rechtlich kein Problem, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Und deshalb glaube ich, wir haben einen guten Kompromiss. Und dafür bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank und gute Nacht. Noch nicht. Vielen herzlichen Dank. Aber Sie hören ja jetzt den dreien. Ja, selbstverständlich. Ja, vielen herzlichen Dank, Dr. Hirte. Nächste Rednerin.